Hallo zusammen, ich bin's Raphael. Ich wollte euch kurz ganz schöne Feiertage wünschen und kommt gut ins neue Jahr. Ein großes Dankeschön an euch alle, dass ihr diesen Kanal so unterstützt habt. Hat mich sehr gefreut, die vielen Likes, die Kommentare, die Klicks. Vielen, vielen Dank. Jeder, der noch nicht den Kanal abonniert hat, klickt gerne auf Abonnieren. Und wenn ihr kein Video verpassen wollt, klickt auf die kleine Glocke. Und dann kriegt ihr immer eine Nachricht, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Kurz möchte ich auch Rüdiger Pickel grüßen und Alexander Sülow. Beide unterstützen mich auf meiner Patreon-Seite. Vielen Dank dafür. Und ich wollte heute eigentlich gar kein großes Schachthema machen. Ich habe mir bloß gedacht, man kriegt ja so vor Weihnachten immer so Battle-Karten. Und viele sind sehr wichtige Aktionen. Und da habe ich gedacht, da mache ich hier auch eine digitale Battle-Karte. Und falls ihr nicht das zu Weihnachten bekommen habt, was ihr euch gewünscht habt, vielleicht wollt ihr euch ja noch selber mit etwas beschenken. Und deshalb wollte ich mal der Frage nachgehen, was kostet eigentlich Leashes? Wenn wir erstmal auf eins der kommerziellen Portale gehen, wie hier chess.com, dann kann man sich dort auch kostenlos anmelden. Man kriegt da bloß Werbung eingeblendet und wenn man irgendwie an die coolen Funktionen möchte, gegen die Bots spielen oder Puzzle Rush spielen oder so, dann merkt man plötzlich, das ist limitiert. Man kann nur gegen den ersten Bot spielen oder man kann nur ein Puzzle Rush am Tag spielen. Und wenn man mehr will, muss man Geld zahlen. Und da gibt es zum Beispiel bei chess.com verschiedene Stufen. Und die unterste Stufe Gold. Da hätte man dann zum Beispiel 5 Puzzle Rush am Tag, die ist man auch schnell weg. Wenn man zwei, dreimal was falsch macht, sind 5 auch schnell weg. Man kann auch so Lektionen, so kleine Schulungslektionen, 3 pro Woche. Man hat alle Bots in der Gold-Mitgliedschaft, zahlt dafür aber 4,99 pro Monat. Also das sind dann 60 Euro, wenn man so ein Jahresbetrag zahlt, dann wird es billiger, 2,50, aber der normale Preis hier 4,99. Wenn man das alles unbegrenzt will, auch keine Werbung mehr sehen möchte, aber limitiert ist auf 5 Lektionen, auch glaube ich nicht alle, also gibt es da glaube ich auch so Stufen bei den Lektionen, so 5 Lektionen pro Woche anschauen kann, dann sind wir bei 6,99 und die höchste ist 12,99. Oder wenn man das in einem Jahresbetrag macht, 57. Das wäre dann die Diamantenmitgliedschaft. Wenn wir mal rübergehen zu Chess24, hier wird es ein bisschen heller und greller. Chess24 ist auch ein kommerzielles Schachportal, auch sehr beliebt. Hat ähnliche Funktionen wie Chess.com. Die tun sich da nicht viel. Und wenn wir dort mal schauen, dort gibt es eine Premium-Mitgliedschaft und die kostet 14,99 pro Monat. Also das ist schon relativ viel. Wenn man es jährlich macht, 12,50, aber man sieht, okay, das Premium, das kostet schon ein bisschen. Und wenn man das hat, dann kann man eben die Partien auch nach der Partie analysieren, kann sich die Analysen abspeichern, hat Chaträume, hat exklusive Figuren und Brettdesigns. Ja, kann zusammen mit anderen Partien analysieren, kann Partien als PGN exportieren. Ihr seht, es gibt auch eine kostenlose, da hat man dann eben Werbung drin und die hat man dann eben auch nicht mehr. Wenn wir mal bei Lichess gehen auf Gemeinschaft spenden und scrollen ein bisschen runter, dann kann man bei Lichess auch Patreon werden. Und hier kann man den Detailvergleich sich anschauen, was hat man denn zusätzliche Funktionen. Also links ist das kostenlose Konto und rechts, was man als Lichess Patreon hat. Und wenn man dann schaut, okay, Turniere erstellen, spielen, simultan erspielen, beides, 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 beides. Also alle Funktionen, die es gibt, und es gibt viele Funktionen, alles kostenlos. Das heißt, wenn man Lichess-Patron wird und Geld spendet, das fängt an bei 5 Euro,
dann hat man davon eigentlich überhaupt keinen Vorteil. Und das ist eben der Sinn von Leashes. Leashes ist nicht kommerziell und werbefrei. Das heißt, hier sind wirklich alle Funktionen, keine Werbung, alles drin. Das Einzige, was man bekommt, ist, wenn man Geld spendet, man bekommt dann beim Benutzernamen so einen Flügel. Dieser Flügel, der den ihr seht, den bekommt man, wenn man was spendet. Und das findet man unter Gemeinschaft Spenden. Na gut, die Frage ist jetzt nicht nur, was kostet Leashes für uns, sondern die Frage ist auch, was kostet Leashes eigentlich für die Betreiber von Leashes? Und das kann man hier auch nachschauen. Also einmal kann man hier spenden, man kann sagen, einmalig einen Betrag, alles ab 5 kriegt man einen Monat diesen Flügel. Man kann auch monatlichen Betrag machen. Es gibt auch einen, da kann man dann lebenslang Patreon sein. Und hier gibt es eine Aufstellung, detaillierte Kostenaufstellung, und da kann man mal sehen, was kostet eigentlich ist, so ein Schachportal zu betreiben, weil hier spielen ja teilweise über 100.000 Leute gleichzeitig. Und damit das funktioniert, dass die Partien wirklich alle synchronisiert sind, alle zusammenfinden, die chatten können, die Turniere spielen können, braucht man eine unglaubliche IT-Infrastruktur. Alles, was ihr hier seht, das sind alles Server, die Leashes betreiben muss, in Rechenzentrum, steht hier hinten immer. Letztes Jahr waren die auch mal eins abgebrannt, die gemietet haben, um dort die ganzen Funktionen zu hosten auf diesen Servern. Zum Beispiel ein Server, da ist nur das Frontend drauf. Also das sind Leashes, wo man klickt, wo man was macht, was man wo einträgt. Das ist alles hier. Hier gibt es zum Beispiel auch einen Server, der nur für den Taktik-Aufgabenbereich ist. Hier gibt es einen Server, da ist nur die Endspieldatenbanken drauf. Es gibt natürlich auch ein Backup. Es gibt einen Bilder-Server, wo wirklich die ganzen Bilder abgelegt werden. Und hier steht in der ersten Spalte immer, was das kostet pro Monat. Hier ein Dollar, also ungefähr 60 Euro. Im Jahr 700, und dann seht ihr eben Kosten, Kosten, Kosten. Und alleine dieser Hauptserver hier, das sind über 600 Euro im Monat. Das heißt, das sind 7.000 Euro im Jahr. Und diese ganzen Server zusammen ergibt eine Summe von über 60.000 Euro, was es Leashes kostet, im Jahr diese ganzen Server zu betreiben. Im nächsten Bereich kommt sowas hier. Zum Beispiel Domainnamen, die muss man ja auch registrieren, also leashes.org zum Beispiel. Es kostet auch 10 Euro pro Monat für die Domains. Man muss eine Abgabe dafür zahlen, dass die Leashes App im Google Play Store ist und dass sie im App Store ist. Da seht ihr mal auch, dass das eben auch etwas kostet, dass es auch Kosten sind, so eine Leashes App, die ja kostenlos runterladbar ist. Für Android und für Apple, dass das eben auch kostet. Dann haben wir hier noch sowas wie Systemadministratoren, Datenbankservice, also Datenschutzservice. Hier Steuern, also Leashes zahlt auch über 50.000 Euro Steuern an den französischen Staat. Administration, Moderatoren, die Fragen beantworten, die kontrollieren, wenn vielleicht irgendwas Böses im Chat geschrieben ist und so weiter. Es gibt Leute, die Artikel erstellen über Schach. Es gibt ein Turnier, ein Titelturnier, wo Titelträger spielen. Da gibt es ein Preisgeld, das sind auch 2.000 Dollar dann im Monat. Da gibt es auch noch Buchhaltung und so weiter. Ein interessanter Bereich ist auch, Leashes leistet sich auch ein Hauptprogrammierer, und das ist der Thibaut, den man auch kennt, den es auch als Benutzer auf Leashes gibt, den man dann oft in den Foren liest. Das ist so ein bisschen der Erfinder und Entwickler von Leashes. Und der ist so der Einzige, der Gehalt kriegt. Und der kriegt 4.705 Dollar im Monat. Klingt sehr viel. Schönes Gehalt. Ihr dürft aber nicht vergessen, also jeder, der mal selbstständig ist, weiß, wie viel es kostet, wenn man sich selber versichern muss und selber was für die Rente zurücklegen muss. Also das ist nicht so viel.
Aber das addiert sich dann auch auf 56.000 Dollar. Also wenn ihr mal wissen wollt, was der Thibaut verdient, hier steht's. Summa summarum, am Ende ergibt das fast 400.000 Euro, die Lichess Kosten hat, um hier ein professionelles, tolles Schachportal hinzusetzen, das sich vor kommerziell Bezahlten nicht verstecken muss. Und das wird komplett finanziert nur durch Spenden. Und das wollte ich euch mal zeigen. Ich dachte, vielleicht ist das für euch eine Anregung zu Weihnachten. Vielleicht sagt ihr auch euch aus, auch Mensch, ich habe nicht das richtige Weihnachtsgeschenk bekommen. Ich gönne mir jetzt mal hier Diamanten oder Gold bei chess.com. Kommt gut ins neue Jahr. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.